Ja, ist durchaus wahr. Auf seine Grundkomponenten runtergebrochen, ist eine KI ein zu Beginn ein trainierbarer Algorithmus und ein Satz an Beispieldaten. Mit diesen Daten wird die KI oder der Algorithmus gefüttert, mit dem Ziel, dass gewisse Zusammenhänge, die in den Daten bestehen, mit einer Erwartung, die den Daten beiliegt, geknüpft werden kann. Da kann es natürlich dann passieren, dass die Lösung, die KI findet, eine andere ist, als die der Mensch erwarten würde. Das heißt, eine gewisse Kreativität an der Stelle vorliegt. Und das kommt daher, dass diese Algorithmen, die man trainiert, anders als der Mensch, ohne Vorbelastung an das Problem rangehen. Das heißt, es geht keine Lebenserfahrung mit ein, sondern der Algorithmus startet vollkommen unvoreingenommen und versucht sozusagen diese Verknüpfung herzustellen. Vor einiger Zeit haben wir ein KI-System trainiert, das in der Lage war, Pinball zu spielen auf einem alten Atari. Und das Interessante dabei ist, dass das System nicht gelernt hat, die Flipper zu benutzen, um den Ball im Spiel zu halten, sondern strategisch so am Tisch zu rütteln, um die Bewegung des Balles zu beeinflussen, den Ball im Spiel zu halten und den Ball gleichzeitig kontrolliert so dort hin zu manövrieren, wo die KI den Ball gebraucht hat. Und das ist ein Beispiel dafür, dass die KI sozusagen in der Lage ist, Lösungen zu finden, die von Menschen unintuitiv sind oder von Menschen so nicht gemacht werden würden.